Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um meinen ersten Fotowalk, den ich heute gemacht habe. Seht es mir nach, das war mein erster und das erste Mal mit Kamera zum Filmen. Und wollte das eigentlich auch color graden und all sowas. Aber DaVinci Resolve, was ich eigentlich benutzen wollte, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Also falls ihr da Tipps habt, wenn ich Dateien da rein importiere als Medienquelle, dann werden die kurz zwar angezeigt, dann verschwindet aber das, nennt man sowas, Vorschaubild und das wird schwarz. Und kann dann da gar nichts mehr machen. Deswegen musste ich mich da anderweitig behelfen. Hab da halt ein anderes Programm genommen. Ja, und das hat zwar auch Color Grading, aber ich blick da nicht durch. Also das ist eine Katastrophe. Ja, auf jeden Fall war ich halt heute, wie gesagt, auf dem Fotowalk unterwegs. Ich blende da auch in dem Video die Bilder kurz ein. Wenn ihr da euch die genauer angucken wollt und die EXIF-Daten haben möchtet, schaut in der Videobeschreibung. Da ist der Link auch zu meiner Flickr-Seite. Da sind die Bilder natürlich auch hochgeladen. Da könnt ihr euch die auch nochmal in Ruhe anschauen. Aber ich würde sagen, wir schwenken jetzt einfach mal um und auf geht's. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten möchte gern Fotowalk und das im Schnee. Ja, ich möchte es gerne mal ausprobieren und laufe jetzt mal ein bisschen rum und schaue mal, ob ich vielleicht irgendwas sehe, was ich fotografieren könnte. Mal schauen. Mein erster Versuch sozusagen. Und das im ersten, sage ich mal, möchte gern echten Schnee. Und schon habe ich nasse Füße. Na super, tolle Sache. Ja, schauen wir mal, ob wir irgendwas finden zum Fotografieren. Fängt ja schon gut an. Ja, das ist gar nicht so leicht hier mit dem Objektiv. Hätte ich nicht gedacht. Mal sehen, was wir finden. Also, gleich geht's weiter. Muss mal wechseln. So, ja, jetzt haben wir natürlich hier, wo sind wir, hier sind wir. So, ich habe schon zwei Bilder gemacht. Schauen wir mal, ob es was geworden ist. Gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter. Schauen wir mal. Ich muss mal gucken, ob der Fokus überhaupt sitzt. So, das war hier. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Ist Technik, die begeistert. Weiß jetzt gar nicht, ob ich. Wieso stehe ich auf manuell? Na toll. Sehe ich. Natürlich in dem kleinen Display gar nicht, ob ich scharf bin. Ja, so rum auf jeden Fall nicht. Ja, noch mal kurze Unterbrechung. So, jetzt aber. Jetzt habe ich es. Hoffe ich. Ich habe schon wieder richtig nasse Füße. Echt super Sache. Und das beim ersten Fotowalk. Naja,
Wir schauen mal. Mal gucken, ob ich noch ein paar Motive finde. Und da muss ich dann nachher alles mal zusammenschneiden. Mal gucken, ob ich das alles so hinkriege. Weil so ein richtiger Filmer war ich ja bisher noch nie. So, da möchte ich hin. Also da in dieser Gegend. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Wackel, wackel, wackel. Was ich fotografieren kann. Ja. Ah, hier können wir reingehen. Das ist schön. Hier war ich früher mal. Das ist schon sehr lange her. Ja, vielleicht haben wir da hinten irgendwas, was wir auch fotografieren können. Mein Gott, ist das nass hier. Ich habe richtig nasse Füße. Ist echt toll. Fängt schon super an. Ja, ich guck mal, ob ich jetzt hier was fotografiert bekomme. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, das waren nochmal ein paar Fotos. Jetzt fängt es langsam wieder an zu schneien. Ich würde sagen, ich gehe mal so langsam wieder zurück. Na, das sollte ja wie gesagt nur ein kleiner Fotowolk sein. Nur mal zum Testen und halt um den Schnee mal aufzunehmen. Ja, hier haben wir jetzt noch ein paar Sachen, die ich fotografieren könnte. Also nochmal bis gleich. Nochmal wechseln die Hand. Und so, das war's. Upsala. Dann geht's jetzt mal zurück. Ich denke mal, ich habe ein paar Fotos gemacht. Vielleicht auch ein paar schöne dabei. Wir werden sehen. Hier haben wir hier vorsichtig die Treppe runter. Ja, und ich gucke immer ins Display. Ja, das ist natürlich blöde. Man soll ja immer in die Linse schauen. Es ist natürlich eine Übungssache. Muss ich mal schauen, ob ich das mal irgendwann in den Griff bekomme. Ja, da oben steht ein Bagger. Gucken, ob wir den vielleicht auch noch ablichten. Also sehr stückhaft hier. Okay, dann muss ich da jetzt auch noch mal ran. Wo ist die Taste? So, haben wir das auch. Jetzt geht es dann wirklich zurück. Ich denke mal, ich habe ein paar schöne Fotos, eventuell. Und das werden wir dann jetzt gleich mal schauen. Und dann auch zusammenschneiden. Und vielleicht ein bisschen color graden. Mal sehen. Mein erster Fotowolk. Wenn es auch nur kurz war. Es war einer. Jetzt gehen wir mal unter einen Tunnel, unter eine Brücke, unter einem Tunnel. Gucken, ob das da der Beleuchtung auch so richtig funktioniert. Ja, nicht wirklich. Er dunkelt jetzt natürlich total ab. Also ich unterbreche mal hier. So, da sind wir wieder. Ja, jetzt gehen wir mal zu meiner Schwester, würde ich sagen. Und in der Zeit können wir noch ein bisschen filmen, ein bisschen den Schnee genießen, solange er da ist. Mal sehen, wie lange er da sein wird. Ich denke mal, man kann es gut sehen. Ne, eine Nacht ein bisschen geschneit. Soll wohl angeblich noch 2-3 Tage so weitergehen. Ich bin mal gespannt. Wir werden sehen. So, jetzt kommt der Schnee hier richtig.
Ich weiß gar nicht, wo der Weg ist. Ich gehe einfach mal. Das sieht alles auf dem Display. Ein bisschen dunkel aus. Nee, hell meine ich. Nicht dunkel. Ach, verdammt, ich sehe den Weg nicht. Und ich muss sagen, mit dem Objektiv ist die Kamera doch schon ganz schön schwer. Auf Dauer. Ach, eine Krähe. Und da oben noch eine. Ich glaube, hier ist der Weg, ja. Ja, alles grau und grau und weiß. So, jetzt können wir wieder auf die Straße. Von daher würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall auch. Ich habe klitschnasse Füße und würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja, wie ihr gesehen habt, war das mein erster Fotowalk. Ich weiß, nicht perfekt und mit ganz großer Sicherheit noch verbesserungswürdig, aber jeder fängt mal an und ich arbeite da auf jeden Fall noch mit meiner Technik und auch war das Bild auch ein bisschen zu nah. Ich muss mal schauen, wie ich das alles mache. Mal sehen. Als Ausrüstung hatte ich mit natürlich meine OMD EM1 Mark II. Darauf das Rode Videomic. Ja, Videomic oder wie auch immer das heißt. Und ja, ansonsten hatte ich eigentlich nichts mit. Hab ein paar Fotos machen können. Nichts Spektakuläres. Da waren ein paar Insekten-Dinger da. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Also kleine Häuschen und sowas. Wo dann halt im Sommer die Insekten natürlich ihren Platz finden. Da werde ich, denke ich, mal im Sommer auch nochmal hin und schauen, dass ich da mal ein paar Stackings machen kann von Insekten. Das ist natürlich in Nahaufnahme. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Bilder, die könnt ihr euch bei Flickr auf der Seite von mir anschauen. Und da stehen auch die ganzen EXIF-Daten. Ja, ich werde mich dann natürlich bemühen, das nächste Mal das besser zu machen. Und auch im Color Grading, dass ich da irgendwie das mit DaVinci Resolve hinbekomme. Vielleicht habt ihr ja mal ein paar Tipps für mich. Wie gesagt, sobald ich die Dateien reinziehe, ganz kurz sind die dann ansprechbar und halt verarbeitbar, aber nur ganz kurz und danach entweder werden die schwarz oder es tut rein gar nichts. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht hat jemand mal eine Idee. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war dann mein erster Fotowalk und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Bearbeitet habe ich die Bilder natürlich auch in Photoshop, nee, nur in Lightroom, ohne Photoshop. Ja, ich habe eigentlich ein Bild bearbeitet und das auf die restlichen mehr oder weniger angewendet. Ein paar kleine Abstriche noch gemacht. Das nächste Video wird auf jeden Fall wieder ein Bildbearbeitungsvideo und mit einem Tipp, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns dann auf jeden Fall bald wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Wäre nett. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bye bye. Diesmal mit dem richtigen Knopf. Hoffe ich.